Welcome to the Dog Festival. Willkommen beim Dog Festival. 欢迎光临 Dog Festival. Bienvenidos a Dog Festival. Добро дошли на Dog. Добро пожаловать на Dog Festival. Hi, ich bin Marc vom DogBlog Q&A. Sein Film Passenger hat heute die Deutschlandpremiere auf dem Dogfest gefeiert und wir freuen uns jetzt aufs Interview mit Mahmoud Rashmani. Vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit nimmst. Ich würde starten mit der Frage, welches Ereignis hat dich auf den Film gebracht? Die Hauptfrage, die mich verfolgt hat, das war in dem Sinne kein Ereignis, sondern es war die Frage, wie kann ich diese gesellschaftlichen Themen, die mich so brennend interessieren, filmisch bearbeiten, nicht als Journalist, sondern als Filmemacher. Und wie kann ich eine Form dafür finden, dass diese Themen wirklich so direkt und so realistisch wie möglich besprochen werden und angesprochen werden. Und ich habe da viel experimentiert und ich habe auch 5 bis 6 Jahre mir dafür Zeit genommen, um die richtige Form für diesen Film und die sozialen und politischen Themen, die darin vorkommen, zu finden. Hast du erlebt, dass Frauen in dem Film auch eine eigene offene Meinung haben oder war das eher selten der Fall? Das war vielleicht eines der größeren Probleme in diesem Film, die wir hatten. Es ist tatsächlich so gewesen, dass die Frauen sich nicht so frei gefühlt haben und die wenigen, das hat auch dazu geführt, dass die wenigen Frauen, die in dem Film vorkommen, eben über dieses Thema genau reden, dass sie das Gefühl haben, sie fühlen sich nicht sicher, sei es jetzt einfach, weil sie gefilmt werden oder sei es, weil sie Angst hatten vor Konsequenzen oder wie sie es der Familie erklären sollen und so weiter und so fort. Fakt ist, dass wir leider in einem Land leben, in dem Frauen nicht wirklich gesehen werden und bestimmte Freiheiten nicht genießen. Und das ist in dem Film, nicht nur in dem Film, sondern auch in anderen Filmen, sind sie deshalb etwas weniger präsent und weniger farbig dargestellt. Würdest du den Film in einem anderen Land wiederholen? Das würde mich schon sehr interessieren, ehrlich gesagt. Auch wenn ich sagen muss, dass ich meine Versuche, immer unterschiedliche Projekte zu machen und meine Filme sich nicht wirklich ähneln, würde mich das schon reizen, diesen Film auch woanders zu machen, um zu schauen, wie die Menschen auf diesen sehr beschränkten Raum in dem Taxi reagieren und was sie sich zu erzählen hätten. Obwohl man auch sagen muss, dass Taxifahren im Iran wirklich auch ein sehr spezieller Fall ist, weil da kommen wirklich mehrere Leute zusammen. Also das ist immer eine Gruppenfahrt und da entsteht eine ganz andere Dynamik. Das wäre sicherlich in anderen Ländern anders. Hast du immer noch Kontakt zu den Personen oder Mitfahrern aus dem Film? Mit einigen, also beispielsweise mit dem Mann und dem Kind, dessen Frau gestorben war, oder auch mit Said und auch mit dem Journalisten habe ich noch Kontakt. Was hat dich dazu bewogen, die Kamera aus dem Auto herauszunehmen? Also du selbst bist ja nicht mit raus, aber was hat dich den Schritt gehen lassen, okay, die Kamera darf raus, aber ich bleib da? Es war ehrlich gesagt keine Überlegung, die im Drehbuch stand. Das ist wirklich beim Drehen entstanden, aber ich hatte auch gedacht, dass es nicht im Film landet, aber ich dachte, das ist eigentlich vielleicht ein guter Moment, dass man am Ende die Form kaputt macht und zerbricht, die ich selbst über den ganzen Film so mühevoll aufgebaut habe. Und ich hatte das Gefühl, dass die Figur des Journalisten in dem Moment, wo er die Kamera rausnimmt aus dem Auto, mich einlädt in ein viel größeres Taxi, wo das alles, was wir bis jetzt gesehen haben, in einem größeren Maßstab zu sehen ist. Und das fand ich, hatte eine schöne Bedeutung. Vielen Dank für das Interview. چه بی خیامی گذریم و در مردشون هنر خیال میکیم مردن فقط قسمت همسایه‌مان.